Hallo zusammen, herzlich willkommen zum Unboxing und dem ersten Eindruck der Mavic Air. Ich habe schon eine ganze Videoserie gemacht zu Mavic Pro, die ist da oben verlinkt. Und ich beleuchte in diesem Video, was sind die Unterschiede, die Vor- und Nachteile und dann auch der Zusammenhang mit dem Gesetz. Ich gehe nur auf die Schweizer Gesetzeslage ein und warum diese kleine, leichte und doch enorm leistungsfähige Video- und Fotodrohne gerade in der Schweiz sehr interessant ist zum jetzigen Zeitpunkt, bevor neue Regulierungen kommen werden. Starten wir erst einmal mit dem Unboxing. Mavic Air Fly More Combo Onyx Black. Das gibt nicht ein Unboxing wie in vielen anderen Fällen. Ich versuche das kurz und schmerzlos zu machen und direkt interessante und wertvolle Hinweise zu geben beim Auspacken. Starten wir doch einmal mit diesem kleinen Package. Man könnte meinen, das wäre die Fernbedienung. Ist es aber nicht. Das ist nämlich schon die Mavic Air. Super klein, sexy schwarz, gibt es in drei Farben, rot, weiß und schwarz. Und dann noch der Gimbal-Schutz, das ist relativ wichtig, damit da nichts kaputt geht im Transport. Slidet nach vorne raus. Hier drin hat es noch die Prop Guards, falls man drin fliegen möchte. Das kann ich euch, wenn es euch interessiert, in einem anderen Video zeigen, aber das ist nicht so anspruchsvoll. Schlussendlich kann man die hier an die Mavic machen, damit man indoor nicht in Dinge reinfliegt. Dann hat es noch eine Menge Bedienungsanleitungen. Und das war's dann auch schon. Das lasse ich jetzt einmal, ist nicht so spannend. Und dann zum Inhalt des Fly More Packages. Auf jeden Fall ein Teil davon. Hier drin ist diverses Zubehörmaterial, ein Kabel zum Laden der Fernbedienung. Ersatz-Gimbals und ein Ersatzadapter, dazu komme ich gleich noch, warum es Gimbals braucht. Natürlich die Kabel, die es braucht, um die Handys in die Fernbedienung reinzupacken. Das werden wir auch gleich noch sehen, das werde ich zeigen. Und dann zwei Set Ersatzpropeller. Sehr schön. Nehme ich immer gern, man weiß ja nie. Dann die Fernbedienung. Sehr ähnlich wie bei dem Mavic. Unterschied ist, dass es hier kein Drehrad hat. Hier dafür kein Knopf, also da fehlen zwei Eingaben und hier hat es, glaube ich, auch Knöpfe, die gibt es auch nicht. Kein Display, so wie bei dem Mavic. Und hier kommt dann das Mobile Phone rein. Und was ganz toll ist, im Gegensatz zu früher, ich war mir zuerst nicht sicher, ob ich das gut finde, aber ich glaube, retrospektiv ist das sehr gut, sind hier die Gimbals, deswegen gibt es Ersatz dabei. So dass man die problemlos transportieren kann. In der Größe, die diese Fernbedienung hat, die geht einfach in die Hosentasche mehr oder weniger. Und auf jeden Fall auch hier rein. Wow, ein richtiges Kabel. Das Ladegerät. Hübsch eingepackt. Und an diesem Anschluss kann man die Mavic Akkus laden. Man kann, das ist intelligent, man kann den Mavic Akku als USB-Ladegerät verwenden. Das ist ja mal eine coole Idee. Also nicht, dass das etwas Neues wäre, aber es ist eine gute Sache. Und dann noch zusätzlich die Akkus. Einer ist in der Mavic, die anderen zwei sind durch das Fly More Package. Zuletzt noch zum Ladegerät. Spannende Angelegenheit. Wie ein Transformer.
Jetzt kann man hier das einstecken. Und schon lassen sich bis zu 4 Akkus laden. Die Akkus werden nicht parallel geladen. Das war schon bei der Mavic Pro nicht so. Die werden nacheinander geladen. Das macht aber auch Sinn, denn ich bezweifle, dass dieses Netzteil genug Power haben würde, um 4 Akkus parallel zu laden. Und das Laden dauert relativ schnell. Und das ist das, was ich jetzt tun werde. Software connecten, damit die auf mich reagiert mit dem Handy. Und einmal alle Akkus laden und schauen, ob das Wetter heute mitspielt, sodass ich noch einen Testflug machen kann. Hier hat es noch einen USB-Anschluss. Ich nehme an, der ist, damit man etwas anderes laden könnte. Und er selbst wird wohl wieder hier rüber geladen. Okay, zum Laden braucht es diesen Adapter. Geladen wird weiterhin über Micro-USB. Komm, schalte scharf. Aber das mitgelieferte Kabel ist USB 3. Komm, mach scharf. Wie schon bei dem Mavic Pro hat es 3 Verbindungskabel dabei für die 3 gängigen Anschlüsse. USB-C, Micro-USB und Thunderbolt. Also, Kabel einführen mit dem richtigen Ende. Dann hier einfahren. Dann hier reinklicken. Spalt nach außen. Naja, keine Ahnung, ob das besser ist, aber es hat auf jeden Fall geklappt. Ich werde diese Kabel zu Hause lassen und die Ersatzgimbals, ich nehme mal nicht an, dass ich das unterwegs verliere, ich hoffe es schwer nicht. Das werde ich sicher zu Hause lassen und ein Set Props wohl auch. So wie die Prop Guards, die nehme ich nicht an, dass die einfach in die Kiste passen. Aber mein Plan ist eigentlich ein Set, Ersatzset, Props plus all das andere wie den USB-Charge-Adapter und das Kabel für. Plus natürlich den kleinen Adapter, sonst geht das dann nicht mit dem Laden. Die Dinge bei mir zu haben, dass ich unterwegs auf, auf mögliche Situationen vorbereitet bin. So. Dass wir dann hier reinkommen. Der zeigt mit einem orangen Lämpchen hier an, dass es bereit ist. Es ist grün geworden und es beginnt zu blinken. Wie immer, im Modellbau und auch bei diesen Drohnen schaltet zuerst die Fernbedienung ein und dann das Fluggerät. Wieder mit einem kurzen Klick und dann lange drücken. Und dasselbe bei der Mavic. Hier unten ist der Knopf. Super klein das Ding. Sie hat übrigens einen eingebauten 8 GB Speicher. Wenn man eine zusätzliche SD-Karte möchte, so wie USB, um sie unterwegs zu laden zum Beispiel, hat es hier den USB-Anschluss und auch den SD-Karten-Slot. Das Laden des Akkus, also das Einsetzen des Akkus, Kamera nach oben, unten einführen und dann reinklicken.
Und nicht wie bei dem Mavic vorher einfach direkt reindrücken, sondern zuerst so, dann so. Wahrscheinlich sind die Akkus zu leer. Oh, hier hat es noch weitere Dinge zum Abnehmen. Remote-Controller. Wir wollen nicht Wi-Fi-Modus, das ist nicht gut. Habe ich gemacht. Habe ich gemacht. Ich bin dumm. Habe ich nicht gemacht. Habe ich jetzt gemacht. Low Battery. Ja, ich weiß, dass es Low Battery hat. Und jetzt kommt der die Terms of Use, die solltet ihr besser lesen als ich. Geht die dann vielleicht online nachgucken? Natürlich. Gut, name your aircraft. Ja, Oxyvenger, das ist okay. Mode 2, das kommt darauf an, wie die Sticks reagieren. Ich fliege Mode 2. Ist wieder metrische Daten, ich sehe das gar nicht so richtig. Beginnenmodus. Nein. Ich weiß, was ich tue. Mein Account, den dürft ihr nicht sehen. Gut. Und Restart Now. Und jetzt bootet die neu und jetzt gehört sie mir. Das Update mache ich nachher gleich. Ja, ist okay. Wir wollen nur mal sehen, dass wir das Bild haben. Wunderbar. Ja, wunderbar. Ihr seht mein Chaos mit den Kabeln hier. Funktioniert. Jetzt lade ich die Akkus und dann gehe ich hoffentlich nachmittags, wenn das Wetter mitmacht, einen ersten Testflug machen und zwei, drei Features testen. Und in der Zwischenzeit update ich selbstverständlich auch noch all die Datenbanken und all die Dinge, die es will. Nun zu einem kurzen Facts-Vergleich zwischen den Mavic-Typen und warum die Air aus meiner Sicht die spannendste ist. Zur Mavic-Familie gehören die Mavic Pro, Platinum, Air und da sie noch Ähnlichkeiten aufweist, habe ich die Spark auch noch kurz mit reingenommen. Die Spark, die kleinste und leichteste, fällt für mich als erstes aus dem Rennen. Da sie nicht faltbar ist, ist sie zum Transport größer als die Air. Und etwa ähnlich groß, wenn nicht sogar ein bisschen größer als die Mavic. Die Hauptgründe sind jedoch die Kamera und das Gimbal. Die Spark hat nur ein 2-Achsen-Gimbal, kann also das Bild in eine Achse weniger gut stabilisieren und die Kamera ist auch nicht 4K und Slow-Motion fähig. Die Videoqualität und Funktionen sind für mich relativ wichtig, darum fällt die Spark weg. Der Vergleich der Pro und der Platinum. Die Platinum ist die etwas überarbeitete Version der Pro. Im Vergleich zur Pro ist die Platinum durch eine optimierte Motorenansteuerung leiser, fliegt ca. 3 Minuten länger, ist aber auch einiges teurer. Aus meiner Sicht ist die Lautstärke und die Flugdauer von 27 anstatt 24 Minuten aber nicht wirklich relevant, deshalb vergleiche ich ab jetzt nur noch gegen die Pro. Die Platinum macht somit auch keinen Sinn für mich. Somit ist es ein Standoff der Air und der Pro. Beide haben dieselbe Kamera und ein 3-Achsen-Gimbal. Und auch dieselben Features wie zum Beispiel 4K mit 30 Frames filmen und Full HD mit 120 FPS, also etwas Slow Motion. Die negativen Punkte der Air im Verhältnis zur Pro sind, dass sie eine kleinere Flugzeit hat, dazu habe ich mich schon geäußert. Für mich ist das aber immer noch genug. Zudem ist die Reichweite etwas reduziert. Dies ist in der Schweiz sowieso kein Thema, denn die Distanz reicht viel weiter, als es legal ist zu fliegen. Der Preis für das Fly More Bundle ist ca. derselbe Preis wie die alte Mavic Pro. Die Mavic Platinum ist immer noch teurer.
Ein kleiner Pluspunkt ist das verbesserte Obstacle Avoidance System. Die Air soll damit selbstständig um Hindernisse herumfliegen können. Wie gut das aber in der Realität funktioniert, muss sich erst noch zeigen. Flächen kann sie sich gut ausmachen, aber ob sie bei einem Baum im Winter dann die kleinen Äste sieht, bezweifle ich. Und nun zum großen Vorteil der Air. Die Mavic Air ist einiges leichter als die Mavic Pro. Mit 430 Gramm liegt sie klar unter der 500 Gramm Grenze, was in der Schweiz vom Gesetz her einen sehr großen Unterschied macht. Für mich besonders, da ich ca. 2 Kilometer von einem zwar lächerlich kleinen und oft nicht betriebenen Flughafen ohne ILS lebe. Das Gesetz verbietet das Fliegen von Drohnen über 500 Gramm im Umkreis von 5 km aber grundsätzlich. Diese 5 km zählen trotzdem, auch wenn wie so oft gar kein Flugbetrieb stattfindet. Da der Betreiber auf E-Mails gar nicht erst antwortet, müsste ich vor jedem Flug telefonisch das Okay einholen. Somit kommen wir zum dritten Teil dieses Videos: Gesetze. Auch wenn das langweilig klingt, es ist wichtig und man sollte sich das zu Herzen nehmen. Warum ist das Gewicht unter 500 Gramm so wichtig? Auch wenn in der folgenden Grafik auf der Homepage des Bundesamtes für Zivilluftfahrt, kurz BATZL, interessanterweise kein Wort über das Gewicht der Drohne verloren wird, steht im Gesetzestext ganz klar: Der Betrieb von Modellluftfahrzeugen mit einem Gewicht zwischen 0,5 und 30 kg ist untersagt, in einem Abstand von weniger als 5 km von den Pisten eines zivilen oder militärischen Flugplatzes, in aktiven CTR, Control Traffic Regions, sofern dabei eine Höhe von 150 m über Grund überstiegen wird, im Umkreis von weniger als 100 Metern um Menschenversammlungen im Freien, es sei denn, es handelt sich um öffentliche Flugveranstaltungen nach Artikel 4. Das heißt, dass mit einer Drohne unter 500 Gramm legal über Menschenmassen geflogen werden kann und auch in der Nähe eines Flughafens. Es gibt aber trotzdem Gesetze, welche klar befolgt werden müssen. Diese stehen auf der Homepage des BATZL, zum Beispiel unter den häufig gestellten Fragen. Jeder sollte sich diese wirklich zu Herzen nehmen. Ein Beispiel von der BATZL-Homepage, welche das wunderschön ausdrückt, ist folgendes. Meine Drohne wiegt keine 500 Gramm, dann gibt es ja keinerlei Einschränkungen für mich. Doch, auch für den Betrieb von Minidrohnen gibt es Vorschriften. Auch wenn ich mit einer solchen Kleindrohne außer in den auf der Drohnenkarte eingezeichneten Naturschutzgebieten grundsätzlich überall fliegen darf, muss ich mich an die Grundregeln halten. Ich muss jederzeit Sichtkontakt zur Drohne haben und muss die Privatsphäre anderer Menschen beachten. Grundsätzlich darf ich über einer Menschenmenge fliegen, bei einem Unfall bin ich aber haftbar. Auch bei einer Minidrohne gilt, ich bin verantwortlich für den sicheren Betrieb meines Luftfahrzeuges. Ja, mit so kleinen Drohnen darf man zumindest in der Schweiz noch einiges mehr als zum Beispiel mit der Mavic Pro. Aber denkt daran, dass die EASA die neuen Regulierungen schon am Formulieren ist und diese auch von der Schweiz mitgetragen werden. Und da die Spielzeuggrenze wohl bei den neuen Regulierungen auf 250 Gramm gesetzt wird, ist es also eine Frage der Zeit, bis sich dies auch bei uns ändern wird. Jeder Pilot hat es aber selber in der Hand, keinen Blödsinn anzustellen und unser Hobby Außenstehenden zu erklären und zu helfen, uns relativ schlechtes Image aufzupolieren. Nach diesen eher ernsten Themen komme ich zu guter Letzt noch zu ein paar Tests und Aufnahmen, welche ich mit der Mavic Air gemacht habe. Durch das schlechte und sehr kalte Wetter sind diese leider nicht so bombastisch, wie ich das gehofft hätte. Es hat einen unangenehm bissigen Wind, der dazu geführt hat, dass die Batterieleistung etwas reduziert war. Vom Wind sieht man aber in den Aufnahmen keine Spur und genau dies zeichnet die Mavic Air, wie auch die Pro, aus. Ich hoffe, dieses Video war interessant für dich und wenn du Fragen oder Kommentare hast, darfst du diese gerne unten platzieren. Sobald das Wetter etwas besser ist, werde ich natürlich die neuen Funktionen eingehend testen und dazu auch wieder ein Video machen. Hey,
Vielen Dank fürs Schauen dieses Videos und falls es dir zugesagt hat, findest du hier weitere. Es hilft meinem Kanal sehr, wenn du ihn abonnierst und meine Videos kommentierst, likest und teilst. Und falls du über meine neuen Videos informiert werden willst, kannst du die Benachrichtigungen mit Klicken der Glocke aktivieren. Merci vielmals, ciao zusammen.